Wenn du in deinem Leben öfter enttäuscht wurdest, also wenn du Enttäuschungen erlebst, dann ist es natürlich mal logisch, dass man dann sagt, wie gehe ich damit um? Ich möchte aber gerne ein bisschen anders anfangen. Ich möchte gerne in diesem Video erklären, wie du Enttäuschungen überhaupt vermeidest. Weil das geht, ich habe mir das angeschaut und ich habe genau 3 Tipps für dich. Hey, schön, dass du reinschaust. Mein Name ist Nick Pichler und ich bin erfolgreich, indem ich bin, wie ich nun mal bin. Und das kannst du auch. Und bevor ich dir nun sage, wie du Enttäuschungen in deinem Leben von deiner Liste streichst, habe ich eine Bitte. Abonniere meinen Kanal. Jeden Mittwoch um 18 Uhr gibt's ein neues Video. Drück die Glocke. Wir alle erleben Enttäuschungen. Manche mehr, manche weniger. Und glaubst du mir, es gab in meinem Leben eine Zeit, da bin ich wirklich von Enttäuschung zu Enttäuschung gesprungen. Da habe ich mir gedacht, das kann doch jetzt wirklich nicht mehr wahr sein. Was kommt da noch alles auf mich zu? Es sind Enttäuschungen unterschiedlichster Art. Man bekommt den Job nicht, den man will. Man wird plötzlich krank, obwohl man glaubt hat, dass man gesund ist. Die Partnerin, der Partner macht nicht das, was man will. Man kann nicht auf Urlaub fahren. Was weiß auch immer ich gerade. Es sind einfach eine Unmenge an Enttäuschungen, die da manchmal auf uns zukommen. Und Enttäuschungen tun weh. Jetzt kann man natürlich sagen, super Enttäuschung. Bin auch selber einer dieser Vertreter, der sagen, hey cool, Enttäuschung, weil das ist das Ende einer Täuschung. Ist auch gut, das Ende einer Täuschung bedeutet, ich habe mich vorher getäuscht. Jetzt ist das Ende da, also ich bin enttäuscht. Aber das Faktum ist ja, es tut weh. Also es tut ja, eine Enttäuschung tut uns ja wirklich emotional und physisch auch weh. Das heißt, wir spüren das vielleicht im Hals. Das ist ein Drücken im Hals bei manchen. Bei anderen ist es ein Druck auf der Brust. Bei mir ist es zum Beispiel, ich spüre es immer in der Magengegend. Also es ist ganz unterschiedlich, da muss man in sich reinspüren. Das ist, also es ist ein Schmerz. Und der Schmerz per se ist eigentlich nur relativ kurz da, also dieses unangenehme Gefühl. Nur, wenn man nicht hinschaut, dann fängt das Gehirn da oben zum Arbeiten an und das hält dann dieses ungute Gefühl auf Dauerlauf und dann bleibt das da. Aber das ist eine andere Geschichte. Mir geht es eigentlich darum, dass ich mir gedacht habe, man könnte doch diesen Schmerz vermeiden. Und bei der Konzeption dieser Sendung habe ich mir gedacht, ich habe schon eine Sendung gemacht, wie man mit Enttäuschungen umgehen kann, wie man es überwindet, aber es wäre doch cool, dir das gar nicht zu erleben. Also ich muss mir diesen Schmerz ja eigentlich gar nicht antun. Und da bin ich auf 3 Sachen gekommen. Und zwar, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man 3 Dinge wirklich befolgt und zu sich selbst sagt. Und zwar öfters. Und zwar in jeder, was ich euch jetzt sage, diese 3 Sachen, sagt euch die in den gewissen Situationen. Das sind Ich-Aussagesätze, die ihr jetzt hören werdet. Das heißt, die müsst ihr euch wirklich da reinbringen. Man nennt das auch einen Glaubenssatz. Es gibt negative Glaubenssätze, die haben wir auch schon mal in einer Sendung behandelt. Also die versucht man loszuwerden, aber das sind jetzt 3 positive Glaubenssätze, die ihr wirklich versucht da reinzubringen. Und wenn ihr in Situationen seid, ihr werdet das in Zukunft merken, dann holt es die raus und sagt euch das immer wieder. Und dann lernt es und dann werdet ihr euer Maß an Enttäuschungen wirklich reduzieren. So, aber jetzt gleich einmal zum ersten Glaubenssatz. Und der erste Glaubenssatz lautet, ich kann das Leben nicht kontrollieren. Einer unserer größten Fehler von uns ist, dass wir, also von uns Menschen ist, wir glauben, wir können unser Leben planen, steuern, wie auch immer. Und dann kommt das Leben und sagt, Edge, sicher nicht. Das Leben ist ein Faktum, das ist nicht planbar, das ist nicht kontrollierbar. Und je früher du das verstehst, desto leichter wird dein Leben werden. Wenn wir enttäuscht werden, dann ist das sozusagen das Ende oder die Auswirkung von einer Erwartung, die ich zuerst gesetzt habe. Und mit einer Erwartung versuche ich, mein Leben zu steuern. Soll heißen, wir nehmen eine Erwartung, ist nichts anderes, als dass ich eine Erfahrung aus der Vergangenheit nehme. Also ich bin ja immer gesund gewesen, zum Beispiel als Erfahrung. Und deswegen werde ich immer gesund sein. Und das ist dann die Erwartung dort. Bang, und plötzlich ist man krank, sagt das Leben, Edge. Also wir können das Leben nicht kontrollieren und indem wir erwarten etwas und sagen, das muss ja so passieren, das muss ja alles so sein, ich muss ja unbedingt diesen Job bekommen, ich habe ja ganz viel gelernt, deswegen muss ich ja diese Prüfung schaffen. Blöderweise bin ich an einem Tag schlecht drauf, schaffe die Prüfung nicht. Klassiker ist in Beziehungen immer wieder, wenn ich so viel für ihn tue, warum tut, dann muss ja er das auch alles für mich tun und dann tut das nicht, na, Edge Badge, blöd gelaufen. Das sind die Klassiker. Wir nehmen Erfahrungen und geben sie in die Zukunft und machen daraus eine Erwartung. Und damit hört es bitte auf. Das Leben ist nicht kontrollierbar, es ist nicht planbar. Und wenn man das mal verstanden hat, dann wird es leichter. Dann kann man mit diesen Dingen, die auf einem zukommen, wirklich besser umgehen. Zweitens, vertraue ins Leben, aber trotzdem, weil das erste klingt ja schon ein bisschen heavy, aber vertraue ins Leben. Wir sind hier, um hier auf Erden, wir Menschen, davon bin ich zutiefst überzeugt, um eine gewisse Entwicklung zu leben. Wir alle, und die ist bei jedem unterschiedlich. Jeder hat eine andere Entwicklung und da bekommt er andere Aufgaben, da bekommt er andere oder sie andere Belohnungen. Das ist ein Rauf, Runter, das ist so eine gewisse Kurve, die wir da im Leben durchgehen. Und da gehört es einfach auch dazu,
dass gewisse Dinge einfach passieren. Und das ist Teil eures Lebens. Wir haben da manchmal das Gefühl, oder nein, ich sage, was ich für ein Gefühl habe dabei. Ich glaube manchmal, Menschen sitzen da und konsumieren ihr Leben. Die sehen das wie das Fernsehen. So, und jetzt schalte ich mal den Fernseher ein und dann schaue ich, und so wird mein Leben ablaufen, genau wie diese Serienfolge X, Y und Z. Das heißt, ich mache jetzt das und dann mache ich das und dann mache ich das und dann wird das so sein und das geht immer so weiter. Nur so funktioniert es nicht. Vertraue in dein Leben. Dein Leben hat einen Plan für dich, den du nicht kennst. Und da musst du offen sein. Und das Einzige, was wir wirklich haben, und das zeigt uns dieses Vertrauen ins Leben, ist das Jetzt. Wir haben, die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft ist noch nicht passiert. Und Erwartungen und Enttäuschungen spielen immer in der Vergangenheit und in der Zukunft. Das ist der Clou. Das heißt, eine Erwartung wird aus der Vergangenheit formuliert und soll sich in der Zukunft erfüllen. Aber wir sind im Jetzt. Wir haben jetzt diesen Augenblick, jetzt, wo ich hier diese Sendung für euch aufnehme, das ist mein Jetzt. Das ist schon wieder vorbei, wenn ihr diese Sendung gesehen habt. Und wenn ihr jetzt gerade die Sendung schaut, dann ist das euer Jetzt. Wir müssen bewusster im Jetzt sein. Dann können wir mit diesen Dingen ganz anders umgehen. Nummer 3. Lerne, Wünsche zu formulieren und nicht Erwartungen zu formulieren. Alleine, wenn ich euch jetzt schon einmal sage, ich erwarte mir, wenn ich das jetzt alles mache, so und so viel Kohle. Oder ich sage, wenn ich das jetzt alles mache, dann wünsche ich mir so und so viel Geld. Das ist ein Unterschied. Erwartung ist im Prinzip für mich immer eine passiv-aggressive Haltung. Ja? Ein Wunsch ist etwas Offenes. Ein Wunsch hat eine Offenheit. Und der Clou grundsätzlich ist immer, dass man an Dingen nicht anhaften bleibt. Das heißt, ich kann einen Wunsch formulieren, ihn sagen und dann gehe ich aber auch schon weiter. Das ist, die Buddhisten sagen, die Anhaftung ist irgendwie die Ursache alles Leidens und da haben schon recht, wir versuchen immer festzuhalten und anzuhaften und so und das stimmt nicht. Formuliert seinen Wunsch, aber geht's weiter, weil ihr wisst gar nicht, dieser Wunsch ist aus eurer jetzigen Perspektive mit der Erfahrung aus der Vergangenheit genommen. Das heißt, der kann sich am Weg noch verändern, der kann noch viel größer werden, der kann ganz anders werden. Und deswegen, eine Erwartung nicht, weil eine Erwartung ist so, das muss genau so sein. Ich habe eine sehr berührende Geschichte bei einer Erwartung, die ich euch mitgeben will, weil ich glaube, das ist ein wirklich guter Anker für euch. Und zwar, ich habe in einem Café, in das ich als Student auch immer ging, da war ich dann ja, viele Jahre nicht, dann bin ich wieder hinkommen, da war dieselbe Kellnerin. Und ich habe dann mit ihr gesprochen und habe gefragt, wie sie denn ginge. Und sie sagt, na, pff, nicht so gut. Und ich habe gesagt, wieso? Und da hat sie mir erzählt. Sie hat gesagt, wissen Sie, ich habe mit meinem Mann, wir haben keine Kinder, wir haben gesagt, wir werden viel reinarbeiten in unserem Leben und dann sind wir in der Pension und dann werden wir beginnen zu reisen. Dann werden wir reisen, wir zwei, und werden es uns gut gehen lassen. Und er hat gesagt, und vor ein paar Monaten bin ich heimgekommen und er ist mit Herzinfarkt in der Wohnung gelegen, er war tot. Und das ist etwas, seine Erwartungshaltung, die in einer ganz furchtbaren Enttäuschung mündet. Aber was man hier vergessen hat, ist das Jetzt. Das Jetzt in der Beziehung, das Jetzt miteinander. Das heißt, man versucht immer etwas, wir glauben immer, wenn wir in irgendwas investieren, muss automatisch da was rauskommen. Das stimmt nicht. Das Leben, und es liegt an einem, das Leben per se ist ein Geschenk. Wir haben dieses Leben geschenkt bekommen. Und von dem leitet sich alles andere ab. Da hat man auch keine Forderungen. Wir müssen mit dem umgehen, was da ist. Und lernt, Wünsche zu formulieren, das ist wichtig. Die können euch gut durchs Leben tragen, aber es dürfen sich auch andere Dinge ergeben. Bei einer Erwartungshaltung nicht und dann folgt immer die Enttäuschung. Also diese drei Dinge, wirklich sagt euch das regelmäßig. Und zwar, ich kann mein Leben nicht kontrollieren. Wenn was passiert, dann sagt es euch, ich kann mein Leben nicht kontrollieren. Aber ich vertraue in mein Leben. Und dieses Selbstvertrauen, zum Beispiel, da hat es jetzt mal eine Sendung gegeben, schaut euch die an. Dieses Vertrauen ins Leben und Selbstvertrauen ist eine super Kombination. Also mit dem kommt es ja gut. Weil ich vertraue ins Leben bedeutet auch, ich vertraue mir, dass ich mit dieser Situation umgehen kann. Egal was es ist, egal ob euch eine Krankheit trifft, ob euch, welcher Schicksalsschlag auch immer euch treffen mag. Und ich bin Experte darin, sage ich euch. Mir sind schon viele Dinge in meinem Leben passiert. Aber was ich daraus gelernt habe, ist, ich kann mit Dingen umgehen. Was auf mich dazukommt, mit dem werde ich umgehen können. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, formuliert Wünsche. Lasst Wünsche frei. Formuliert es und geht's weiter. Ich verspreche euch, es wird besser mit euren Enttäuschungen. Aber ihr müsst auch dafür was tun. Es ist wichtig, dass ihr diese Sätze immer formuliert, dass wenn ihr in den Situationen seid und sagt, ma, da warte ich mal schon wieder, ich wünsche mir so mal. Und wenn es nicht passiert, dann ist es so, dann akzeptiere ich das auch. Und wenn was passiert, na, ich vertraue dem Leben. Das ist mein Leben, das ist meine Entwicklung und da gehe ich jetzt durch. Und ich kann mein Leben nicht kontrollieren, was daherkommt, ich kann es nicht kontrollieren. Und in diesem Sinn wünsche ich euch eine gute Zeit mit viel Bewusstheit und wenig Enttäuschung. Alles Gute.